Willkommen bei der ersten Folge von Gegebenenfalls wahr, dem echten Podcast über Fake-Geschichten. Wir erzählen hier Geschichten, in denen getrickst und gelogen wird, die aber genauso passiert sind. Ich bin Regina Steffens und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit Aurelie von Blasekowitsch, Antonia Franz und Konstanze Kainz. Jede Woche nehmen wir euch mit zu Menschen, die sich die abgefahrensten Lügen ausdenken. Und die kommen überall vor. In der Kunst, in der Liebe, in der Medizin, in der Politik. Wir werden dabei merken, dass Fakes so vieles sein können. Kompliziert und furchtbar, amüsant und faszinierend. Gefaked werden Dinge, Situationen, Persönlichkeiten. Dahinter stecken immer Menschen, die diese Lügen in die Welt setzen. Und Menschen auf der anderen Seite, die betrogen und belogen werden. Am Anfang jeder Folge taste ich mich mit euch an das Thema heran. Danach nimmt eine von uns euch mit in die echte Welt der Fakes. Okay, ich glaube, jetzt kann es losgehen. Viel Spaß bei Gegebenenfalls wahr. Wir kommen ganz unvorbereitet mit einem Durchsuchungsbeschluss vorbei und versuchen dann, die Beweise zu finden. Wenn die Kriminalhauptkommissarin Elisabeth zum Bruch vor der Tür steht, dann sucht sie. Und zwar nach Staffeleien, Farbresten, nach einer Werkstatt, nach allem, was darauf hinweisen könnte, hier fälscht jemand Kunst. Wir haben auch schon bei den Fälschern dann, wenn wir sie zu Hause aufgesucht haben, Fotos in Kunstbüchern gefunden und man hat genau diese 3, 4 verschiedenen Teile von diesen Motiven wurden dann in die Fälschung übernommen. Kunstfahndung nennt man das, was Elisabeth zum Bruch macht. Als Kommissarin beim Bayerischen Landeskriminalamt fahndet sie also nach solchen Bildern, die Werke von berühmten Künstlern nachahmen oder sie schlichtweg kopieren. Denn Kunstfälschung gilt als Straftat, als Betrug, Urkundenfälschung oder Urheberrechtsverletzung. Mal melden sich private Kunstsammler bei zum Bruch, wenn sie zum Beispiel auf eBay einen verdächtig echten Picasso entdecken. Mal rufen Auktionshäuser und Kunstmuseen die Kommissarin an, wenn jemand den Museen ein noch unbekanntes Gemälde von einem berühmten Künstler anbieten will. In einem Fall war es so, dass die Angehörigen eines Fälschers zunächst tatsächlich Originale in das Auktionshaus eingeliefert haben, um damit eine gewisse Seriosität vorzutäuschen und erst später dann mit den Fälschungen gekommen sind. Es gibt viele Fälle von Kunstfälschung. Ein Beispiel zur Einordnung, das Van Gogh Museum in Amsterdam. 200 Mal im Jahr, also wirklich öfter als jeden zweiten Tag, kommen Leute vorbei und behaupten, sie hätten einen echten Fang gemacht. Nur 10 Bilder schaffen es dann in die wirkliche Untersuchung des Museums. Und der letzte tatsächliche Fund, der liegt ein bisschen zurück. Der war 2013. Die Fälscher schrecken nicht vor prominenten Namen zurück. Van Gogh, Odermal, Kandinsky, Picasso, Dalí, alles dabei. Die Leute sagen dann oft, sie haben es auf dem Flohmarkt gekauft oder sie haben das Werk auf dem Dachboden gefunden. Bei manchen steckt der Glaube dahinter, tatsächlich ein Original gefunden zu haben, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber die wollen nicht betrügen. Andere wissen genau, dass sie hier einen Fake verkaufen wollen. Eher schlichtes Kalkül. Aber die Fakes, die gehen oft nicht durch. Wegen Ermittlerinnen wie zum Bruch. Seit fast 18 Jahren macht sie ihren Job und hat dabei wichtige Prüfungskriterien. Zum Beispiel Fakten aus der Geschichte. Wie mal bei einem gefälschten Bild von Ernst Ludwig Kirchner. Das Gemälde sollte von 1906 stammen. Da war ein interessantes Detail abgebildet, nämlich ein VW Käfer. Und die erste Produktion von VW Käfer, die gab es aber erst 1935, also konnte das überhaupt nicht stimmen. Oder sie prüft auf Material. Man kann die Leinwand untersuchen, man kann den Rahmen untersuchen, man kann das Holz untersuchen. Ist es das Holz, das der Künstler verwendet hat? Oder die Kommissarin fahndet nach ganz besonderen Spuren eines Künstlers. Man kann natürlich auch mit Mikroskop schauen, gibt es irgendwelche Haare in der Malschicht? Oder Spucke oder irgendwas, woran man noch sehen kann, das ist die DNA des echten Künstlers. Wer sind die eigentlich, die Kunstfälscher? Meistens sind es ältere Männer, die Geld brauchen. Manche fangen erst später an, manche schon früher. Das sind oft selber welche, die Künstler sind, aber selber wenig erfolgreich waren mit ihrer eigenen Kunst. Gescheitert also an der eigenen Kunst. So kann man sagen, gescheiterte Künstler, die genau mit ihrem eigenen Stil kein Geld verdient haben oder nicht ausreichend Geld verdient haben. Und wenn es ja selbst oft Maler und Künstler sind, die fälschen, sind dann nicht auch ihre Fälschungen irgendwo Kunst?
Denn was gibt Kunst eigentlich ihren Wert? In der ersten Folge von Gegebenenfalls wahr lernen wir Jan-Hendrik Pelz kennen, der auf diese Fragen seine ganz eigenen Antworten hat. Antonia Franz nimmt uns mit zu Jan-Hendrik Pelz nach Stuttgart. Man sieht auf dem Bild ein Grammophon, eine Glocke, eine Stielgranate und einen Kaktus. Das heißt, das ist eine sehr merkwürdige Kombination, aber sie spricht eigentlich Bände, weil die Stielgranate wird plötzlich zum Stillleben-Element. Also sie hat keinen Sinn und Zweck mehr. Sie wird einfach ein Dekorationsgegenstand. Das Jan-Hendrik Pelz und ich stehen zusammen in seiner Wohnung in Stuttgart. Vor uns hängt das Bild mit dem Grammophon, dem Kaktus und der Glocke. Dieses Bild ist nicht irgendein Bild. Es hat eine ganz besondere Geschichte. Und die beginnt, als Jan 2016 auf den Dachboden seiner Eltern geht. Es ist ein Dachboden, der vollkommen zugestellt war mit Tonnen von Gerümpel und alten Möbeln und an denen sich jahrzehntelang keiner herangetraut hat, wahrscheinlich über ein halbes Jahrhundert. Und es ging jetzt darum, diesen Dachboden auszuräumen, was einige Tage gedauert hat, bis zur Decke vollgestellt. Und in der hintersten Ecke kamen eben diese Jutesäcke zum Vorschein, in denen Leinwandrollen, aber auch noch original gerahmte Bilder waren. Und das war einfach so gut versteckt, dass man da einfach sich, ich sage mal, nicht rangetraut hat lange. Keiner wollte diesen Dachboden ausräumen. Und so waren die Werke eben dort sehr, sehr lange Zeit versteckt. Zwischen all dem alten, nutzlosen Krempel findet Jan eine Sammlung von Gemälden, erzählt er mir. Es sind Stillleben dabei, Porträts, Bilder von Schweinen und vom Krieg. Jan beginnt nachzuforschen, von wem diese Bilder stammen können. Es stellte sich dann heraus, dass das Arbeiten von meinem Urgroßvater sind. Und ja, die waren teilweise schwer beschädigt. In Jans Familie ist zwar bekannt, dass der Urgroßvater ein Künstler war, der 1984 starb, aber die Familie dachte jahrelang, dass seine Werke verschollen sind, erzählt Jan. Er ist sogar nach seinem Urgroßvater benannt, der hieß auch Jan-Hendrik Pelz. Die Geschichte geht durch die Presse. Klar, das ist schon was, so ein Fund von alten Bildern eines vergessenen Künstlers auf einem Dachboden. Focus Online schreibt von einem wahren Märchen der Kunst, der Südkurier von einem kuriosen Bilderschatz und die Tagespost von wahren Kunstwerken. Jan lässt das Ganze nicht los. Er beginnt in der Vergangenheit seines Urgroßvaters zu forschen und findet neben dem gleichen Namen noch weitere Parallelen zu sich selbst. Wie zum Beispiel, dass er genau 100 Jahre vor meiner Geburt am 8. Februar 1884 geboren wurde. 100 Jahre danach, am selben Tag, am 8. Februar 1984, starb an dem Tag, an dem ich wiederum geboren wurde. Und das ist natürlich sehr schön. Also da sieht man die Verbundenheit zwischen uns. Für Jan, also den Jüngeren, ist schnell klar, dass er die Bilder von seinem Urgroßvater ausstellen möchte. Er ist selbst auch Künstler. Kein klassischer Maler, sondern Performance- und Konzeptkünstler. Im Kunstverein Friedrichshafen werden die Bilder von seinem Urgroßvater 2017 zum ersten Mal ausgestellt. Die Ausstellung heißt Retrospektive. Das war von den Räumlichkeiten her so, dass man eine Auswahl treffen musste, aber die wichtigsten Werke, würde ich mal sagen, die waren in der Ausstellung. Es gab Texttafeln an den Wänden, auf denen die Lebensgeschichte meines Urgroßvaters beschrieben wurde und man als Besucher einen Einblick bekommen konnte. Und es gab auch Vitrinen mit Zeichnungen und Fotografien aus seinem persönlichen Besitz. Außerdem hatten wir einen Shop, in Anführungsstrichen, einen Museumshop eröffnet, in dem man, ja, da gab es Poster der Werke, Tassen, T-Shirts, auf denen eben Bildmotive abgedruckt waren. Eins der Bilder aus der Ausstellung ist auch das, was jetzt im Esszimmer bei Jan hängt. Das Stillleben mit dem Grammophon, der Granate, dem Kaktus. Jan und ich stehen immer noch zusammen vor dem Bild. Sie wird einfach ein Dekorationsgegenstand. Das Grammophon erzählt von den, sag ich mal, wilden Swinging Twenties. Und die Glocke steht bereit, um Alarm zu schlagen, denn der nächste Krieg steht vor der Tür. Technisch vorgegangen bin ich so, dass es zunächst nach der Recherche und der Bildidee habe ich mir tatsächlich echte Gegenstände hingestellt und Zeichnungen angefertigt. Das ist eigentlich eine relativ klassische Vorgehensweise in der Kunst. Und dann in verschiedenen Farbschichten das Motiv aufgebaut. Letztendlich ist der letzte Schritt dann durch verschiedene Chemikalien die Bildoberfläche
zu bearbeiten und anzugreifen, wodurch dann bestimmte Rissmuster entstehen, die dann so wirken, als ob die Farbe durch Temperaturschwankungen und bestimmte Umstände über Jahrzehnte lang eben gelitten hätte und gerissen wäre. Allerdings sind das wirklich durch Chemikalien hervorgerufene Prozesse, die relativ schnell gingen. Recherche und Bildidee, Chemikalien, um die Oberfläche zu bearbeiten. Warum versucht ein Künstler, ein Bild älter aussehen zu lassen, als es ist? Okay, die Geschichte ist ganz anders, als Jan sie bis jetzt erzählt hat. Das Bild mit dem Kaktus, der Granate und dem Grammophon, das hat Jan-Henrik Pelz gemalt. Und zwar nicht der Urgroßvater, sondern der, der jetzt gerade in Stuttgart lebt, Mitte 30 ist, einen 3-Tage-Bart hat und dunkle Haare. Und nicht nur dieses eine Bild, sondern alle Bilder, die ausgestellt wurden, hat Jan gemalt. Die Bilder, die er angeblich auf dem Dachboden seiner Eltern gefunden hat. Den Urgroßvater, den gibt es nicht und gab es nie. Den hat Jan sich ausgedacht. Wie es dazu kam, wie Jans erfundener Urgroßvater sogar einen Grabstein bekommen hat und was das Ganze eigentlich soll, das erzähle ich euch jetzt. Jan ist ja selbst auch Künstler. Ihr wisst schon, eine der großen Gemeinsamkeiten zwischen ihm und seinem erfundenen Vorfahren. Mit seinen Konzepten stellt Jan sich verschiedene Fragen. Und so kam es auch zu dem Urgroßvater. Zur Idee dieses Projekts kam ich über einen persönlichen Hintergrund. Es gibt in meiner Familie von der Elternseite her unbekannte Familienverhältnisse. Das heißt, dass mir meine Großeltern nicht bekannt sind. Das ist natürlich eine Tatsache, die mich schon sehr lange beschäftigt. Und es gibt wenig Informationen, die da verlässlich sind. Und eine davon ist, dass sie wohl in der Ukraine gelebt haben. Die Frage, die sich mir zum einen stellte, war, wie war er wohl der Großvater und wie wäre es wohl, sich einfach einen Platzhalter zu erfinden, also eine Fehlstelle zu füllen, indem man sie einfach gedanklich konstruiert. Zum anderen arbeite ich als Künstler schon länger an bestimmten Fragestellungen und daraufhin habe ich 2016 einen fiktiven Charakter entwickelt, also meinen angeblichen Urgroßvater, der ebenfalls Jan-Hendrik Pelz hieß und von 1884 bis 1984 lebte. Die Idee schwirrt also schon etwas länger in Jans Kopf umher. Er möchte mit dem Konzept rund um seinen angeblichen Urgroßvater große Fragen aufwerfen. Wie die, was Kunst eigentlich ihren Wert gibt und wie Zeit und Lebensumstände eigentlich ein Künstlerleben beeinflussen. Jan muss sich überlegen, wann hat sein Urgroßvater gelebt, was hat er damals alles gemacht, wie war der Erste Weltkrieg für ihn, wie die Zeit des Nationalsozialismus und wie hat sich das dann auf seine Kunst ausgewirkt. Als erstes entwirft Jan also die Lebensgeschichte seines Vorfahren. Eigentlich fast im literarischen Bereich habe ich zuerst mal gewirkt, weil ich musste ja einen Zeitraum von 100 Jahren, also der Urgroßvater hat 100 Jahre gelebt, entwerfen und auch über die Geschichte recherchieren, welchen geschichtlichen Umständen er unterworfen war. Hier mal ein kurzer Auszug aus dem Leben von dem unechten Jan-Henrik Pelz. In seinen 100 Lebensjahren hat er nämlich laut Jans ausgedachter Geschichte eine ganze Menge erlebt. Er hat eine Ausbildung zum Maler an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart gemacht, in beiden Weltkriegen gekämpft, im ersten anfangs noch mit Begeisterung, dann wurde er zum Pazifisten. Die Nationalsozialisten sah er kritisch und drückte das auch subtil in seinen Bildern aus. Und seine letzten Lebensjahre verbrachte er zurückgezogen als Schweinezüchter. Aber nicht nur eine Lebens- und Künstlergeschichte muss Jan sich ausdenken, sondern auch die angeblich gefundenen Bilder müssen ja erstmal gemalt werden. Jan arbeitet an seinen Fähigkeiten als Kunstfälscher. Er macht verschiedene Übungen mit Farben, Pigmenten, Chemikalien. Die Zeichnungen auf wirklich altem Papier, das man auf Flohmärkten kaufen kann. Die Malereien mit den entsprechend passenden Farben und Pigmenten im Stile der Zeit. Und natürlich muss man auch das Ganze im Blick behalten, denn so ein Künstler, da gibt es ja auch Stilveränderungen oder eine Entwicklung. All das habe ich sozusagen beachtet und umgesetzt. Und letztendlich, als letzter Schritt, kamen zeittypische Rahmungen dazu, die natürlich auch erstmal gefunden werden müssen in Antiquariaten, in Antikläden, auf Flohmärkten. Irgendwie ist das schon alles ziemlich verrückt. Also eigentlich heißt es ja immer, Familie könne man sich nicht aussuchen. Aber naja, dieses Spiel hat Jan einfach mal so auf den Kopf gestellt.
Nachdem Jan in monatelanger Arbeit die 100 Bilder gemalt und dann wieder teilweise mit Chemikalien zerstört hat, damit sie auch wirklich alt aussehen, kann es dann zur ersten Ausstellung kommen. Von seinem angeblich vergessenen, aber berühmten Urgroßvater Jan-Henrik Pelz. Die Ausstellung findet in Friedrichshafen am Bodensee statt. Die Veranstalter und der Kurator der Ausstellung sind eingeweiht in Jans Performance. Sie finden seine Idee spannend. Kurz bevor es losgeht, schickt Jan eine Pressemeldung an die Medien raus. Mit dem angeblichen Bilderfund und der Wiederentdeckung der Kunst seines Urgroßvaters. Eine Pressemeldung mit seiner ausgedachten Geschichte also. Aber wenn die Medien nachfragen, dann will Jan ihnen die Wahrheit über sein besonderes Konzept erzählen und die ganze Sache auflösen. Leider kam es aber eben dazu, in den wenigsten Fällen. Das heißt, entweder wurde der Text einfach 1:1 übernommen, ohne weitere Recherchen oder Nachfragen, oder eben es wurden nur Dinge nachgefragt, wie könnten wir bitte noch einmal ein Foto von dem Dachboden haben, ne, oder eben. Und es ist eben auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dieser Sensationsgehalt, der ist natürlich schon wichtig. Man will natürlich den Lesern da in der Hinsicht vielleicht auch eine Geschichte bieten. Und es ist ja auch so ein psychologischer Aspekt, dass wir alle gerne mal so einen Schatz finden würden auf einem Dachboden. Also das spielt alles damit rein. Und das war irgendwie auch, hatte ich das Gefühl, so ein Moment, wo man daran glauben wollte. Also man wollte vielleicht gar nicht hören, das ist nicht so. Die Presseartikel werden dann auch Teil der Ausstellung. Sie sollen die Geschichte von Jans Urgroßvater glaubwürdig machen. Genauso wie die Texttafeln mit seiner Lebensgeschichte. Darauf sind auch angebliche Fotos von dem Urgroßvater zu sehen. Eigentlich einfach mit Photoshop bearbeitete alte Bilder, in die der Kopf von Jan eingesetzt ist. Sie sehen schon auf den ersten Blick sehr schlecht bearbeitet aus, aber das ist Absicht. Man kann heutzutage alles so manipulieren, man kann Videos und Fotografien nicht mehr trauen. Für mich als Künstler war ja aber der Ansatz ein anderer, als jetzt den Rezipienten, sag ich mal, bestmöglichst zu täuschen. Daher sind die Fotografien auch so manipuliert, dass es nicht immer ganz perfekt ist und dass man eben auch sieht, der Kopf ist vielleicht ein bisschen zu groß, der sitzt ein bisschen schief auf dem Hals, das ist alles ein bisschen komisch. Da soll schon eine Stimmung aufkommen, wo man merkt, irgendwas ist doch seltsam, kann ich meinen Augen noch trauen. Also ist das wahr oder falsch, was die Besucher da gerade sehen? Jan will genau das erreichen, dass die Besucher nachdenken. Dafür fälscht er die Fotos absichtlich schlecht. Und nicht nur die Fotos sollen die Besucher der Ausstellung verwirren, es gibt auch falsche Jahreszahlen unter den Bildern. Da stehen nämlich die echten Entstehungsdaten der Bilder, also 2017 und nicht 1937 oder so. Jan will erreichen, dass die Besucher die Ausstellung hinterfragen und dahinter kommen, dass nicht alles so ist, wie es vielleicht im ersten Moment scheint. Es gab auch den Moment, dass eine Kunstrestauratorin in die Ausstellung ging und dann dem Kurator sagte, mit vorgehaltener Hand, dass man aufpassen muss, dass die Bilder Fälschungen sind. Also sie hat erkannt, dass etwas nicht stimmt, aber hat natürlich nicht verstanden, dass das eine zeitgenössische Kunst ist und sozusagen das Konzept im Mittelpunkt steht, sondern sie hat einfach erkannt, dass von der Materialität her hier Fälschungen gezeigt werden, dass diese Bilder nicht so alt sind, wie sie tun. Ein paar aufmerksame Besucher kommen also schon dahinter. Und ihnen erzählen Jan und der Kurator der Ausstellung dann natürlich auch von der ganzen Sache mit dem erfundenen Urgroßvater und dass das hier moderne Kunst ist. Manche wollen aber auch einfach nicht glauben, dass der Urgroßvater und seine auf dem Dachboden gefundenen Werke nur ein Fake sind. Es gab Momente, wo ich jemandem das erzählt hatte und der das einfach überhört hatte und dann weiterhin von dem tollen Stillleben aus den 20er Jahren gesprochen hat und ich das dann vielleicht nochmal erwähnt hatte, aber das einfach nicht mehr ankam. Für Jan ist das Ganze ein großes Experiment. Gespannt beobachtet er die Reaktionen der Besucher auf seine Bilder und die Geschichte seines Urgroßvaters. Kunst ist immer eine Behauptung. Und der Rezipient muss diese Behauptung glauben oder nicht. Und dann gibt es aber bestimmte Methoden, um die Wertigkeit und die Glaubwürdigkeit zu steigern. Und all diese Methoden habe ich angewendet und das hat sehr gut funktioniert. Bestimmte Methoden. Damit meint Jan, dass es ja bei der Ausstellung zum Beispiel einen Fanshop gab mit Tassen und Cappies, auf die die Bilder seines Urgroßvaters gedruckt sind. Außerdem gab es ja auch die manipulierten Fotos, auf denen der Urgroßvater mit dem bekannten deutschen Maler Otto Dix abgebildet ist. Damit will Jan der Kunst seines Urgroßvaters noch mehr Bedeutung verleihen.
Wenn sogar Otto Dix, immerhin ein sehr bedeutender Maler des 20. Jahrhunderts, mit ihm befreundet war und es jetzt Tassen mit seinen Bildern gibt, dann muss das ja schon wertvolle und relevante Kunst sein. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die echt kaum jemand hinterfragt. Jans Urgroßvater hat einen Grabstein. Laut der Geschichte, die Jan sich für seinen Uropa ausgedacht hat, hat er die letzten Jahre seines Lebens sehr zurückgezogen gelebt und eben Schweine gezüchtet. In einem kleinen Ort 40 Kilometer östlich von Stuttgart. Rudersberg zum Hof. Dort soll der Urgroßvater auch gestorben und begraben sein. Ich verabschiede mich von Jan, um mir dieses Fake-Grab mal anzuschauen. Angekommen in dem idyllischen kleinen Ort treffe ich Thilo Mössle, ein Freund von Jan aus dem Kunstverein. Thilo ist derjenige, der wirklich in dem alten Bauernhaus mit großem Vorgarten wohnt. Und in diesem Vorgarten steht jetzt eben der Grabstein von Jans Urgroßvater. Thilo zeigt ihn mir. Ja, hier ist das Grab von Jan Hendrik Pelz, 1884 bis 1984. Das ist ein Muschelkalk, gusseisernes Kreuz. Und es war ein ziemlich verwahrlostes Grab. Man hat es eigentlich gar nicht gesehen, dass es eins ist. Das haben wir bepflanzt und den Stein restauriert. Dieses Gusseisen war verrostet. Wir haben es entrostet und patiniert und die Schrift neu ausgemalt. Und kommen Sie manchmal her und denken an Jan Hendrik Pelz? Ja, wenn ich vorbeigehe, denke ich an ihn. Thilo muss schmunzeln und sich immer wieder das Lachen verkneifen. Und ich finde das Ganze hier auch echt ziemlich merkwürdig. Hier ist einfach ein Fake-Grab. Schon sehr absurd. In Wirklichkeit hat Thilo das Eisenkreuz, das auf dem Grabstein thront, mal auf einer Wanderung in Südtirol entdeckt. Er fand es schön, hat es gekauft und sich in seinen Vorgarten gestellt. Schon lange, bevor es den erfundenen Urgroßvater von Jan überhaupt gab. Und eines Abends stand er dann mit seinem Freund Jan im Hof und die beiden schauten auf das Kreuz und den Stein darunter. Jan, der sah den und hat gesagt, könnte ich den nicht haben für meinen Urgroßvater? Dann habe ich gesagt, ja gut, aber wo machen wir das denn hin, das Grab? Und wie soll das funktionieren? Hier haben wir doch ein fixfertiges Grab. Dann haben wir das Ding nochmal rausgeholt, den Namen reingehauen und seitdem steht das Grab hier. Normalerweise herrscht hier absolute Stille. Als ich allerdings das Grab und Thilo besuche, wird gerade die Hauptstraße des Ortes neu gemacht und ein Krach legt sich über die Grabesruhe von Jan Hendrik Pelz. Und sprechen Sie öfters mal irgendwelche Leute auf das Grab an? Ja, das passiert oft. Wir sprechen natürlich oft auch im Dorf über das Grab. Und tatsächlich, als dann diese Idee entwickelt war, habe ich das auch alten Zumhofern erzählt. Ja, hier hat ja der Jan Hendrik Pelz gewohnt, 1984 gestorben. Wer war das? Ja, der hat doch hier die Schweinezucht gehabt. Aber, war die Antwort. Und dann sagt man halt, hey, denk doch mal mit. Du kennst doch die Leute, die hier gewohnt haben immer. Ja? Natürlich ist es schwierig, ein Grab zu hinterfragen. Ne? Also es ist auch gedanklich ein Sprung zu sagen, ist denn da wirklich jemand drin? Liegt denn da jemand begraben? Aber das sind alles Dinge, die als Künstler für mich natürlich sehr interessant sind. Erwartungshaltung und Vorstellung. Ne? Also weil ich, sobald ich ein Grab sehe, dann habe ich auch die Vorstellung, dass da jemand drin liegt. Und da geht es ja um den Prozess der eigenen Gedanken, der automatisch eine Abfolge von Gedanken auslöst. Und all das spielt ständig bei dem Projekt mit. Also ich sehe Risse in einem Bild und nehme dann automatisch an, das ist alt. Oder ich sehe ein Foto, wo der Künstler mit Otto Dix drauf steht, mit dem berühmten Künstler Otto Dix, das steigert ja die Wertigkeit. Das sind alles Dinge, die natürlich auch im Kunstmarkt angewendet werden. Ne? Das wird natürlich betont, wenn jemand mit einem anderen berühmten Künstler befreundet war und dadurch steigt auch der Wert der Kunstwerke. Genau darum geht es Jan mit seinem Konzept. Er malt Bilder, die auch an sich schön anzusehen sind, aber wirklich bedeutend, interessant und wertig werden diese Bilder erst durch die Geschichte seines Uropas. Aber irgendwie kann man das alles ja schon auch als eine absichtliche Täuschung sehen. Ich muss sagen, wenn ich mal so schnell durch die Ausstellung gegangen wäre, vielleicht hätte ich das Ganze auch nicht hinterfragt.
Und dann hätte ich auch einfach gedacht, toller Kunstfund, schöne Bilder, interessante Geschichte. Natürlich ist es eine provokante Arbeit. Ich hatte schon damit gerechnet, dass es da auch negative Stimmen geben wird. Das gab es aber nur sehr wenig, denn die meisten Personen, die sozusagen das durchschaut hatten, fanden den Ansatz dann doch irgendwie spannend und haben sich da dann irgendwie drauf eingelassen. Aber eben die Personen, die das nicht so sahen, die haben dann eben mir vorgeworfen, da gäbe es einen Betrugsmoment und hatten eben nicht die Ansicht, die ich jetzt habe, dass zeitgenössische Kunst auch immer ein Wagnis ist. Und natürlich ist es vollkommen legitim, dann, dass man sich nicht darauf einlässt und dann mir eben vorwirft, ich fühle mich in der Nase herumgeführt. Und das gab es vereinzelt, ja. Dann habe ich eben gesagt, naja gut, das, aus Ihrer Sicht ist das dann vielleicht richtig so. Dann tut es mir leid. Seit dem Beginn der ganzen Aktion ist viel passiert. Eins von Jans Bildern hat es inzwischen sogar ganz offiziell unter dem Namen des Urgroßvaters ins Museum geschafft. Es heißt Hilfe mit dem Hemd und wird gerade im Württembergischen Kunstverein direkt am Schlossplatz in Stuttgart ausgestellt. Vor kurzem hat Jan genau dieses Bild in einer Zeremonie der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart geschenkt. An der Akademie hat sowohl Jan studiert als auch sein angeblicher Urgroßvater. Es ist so, dass ich als weiteren Schritt in meinem Konzept es wichtig fand, in eine Sammlung zu kommen. Das schafft Glaubwürdigkeit. Kunstwerke in Anführungsstrichen gehören in eine Sammlung. Und es ist so, dass der Urgroßvater ja an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste studiert hat. Ich als Urenkel an ebenfalls dieser Akademie. Und die Akademie hat eine Kunstsammlung. Da wird auch ein Index geführt. Dieser Index ist auch im Internet. Das heißt, all das ist so etwas, wo es natürlich erstrebenswert ist, dass der Urgroßvater da Teil davon wird. Und das macht ihn auch noch einmal glaubwürdiger und lebendiger. Um es in die Sammlung zu schaffen, brauchte Jan natürlich die Unterstützung der Akademie. Die hat er bekommen in Form von Professor Nils Büttner. Er ist zuständig für die Sammlung der Akademie und hat Jan bei seinem Projekt unterstützt. Und diese Frage, was macht eigentlich Kunst zur Kunst, ist natürlich selbst wieder ein Gegenstand von Kunst. Sprich, die diskursive Auseinandersetzung mit dem, was Kunst zu Kunst macht, was Künstler zu Künstlern macht und was vielleicht am Rande dessen ist, was man als Kunst zu akzeptieren noch bereit ist, diese Grenzen auszuloten oder eben zu beweisen, dass Kunst keine hat, das kann ein hervorragender Gegenstand von Kunst sein und das ist das eigentliche Thema und Motiv von Jan Pelz. Jan und ich fahren mit der U-Bahn zum Schlossplatz und schauen uns das Bild mal an, das es in die Sammlung der Akademie geschafft hat. Das Werk Hilfe mit dem Hemd hängt in der Mitte des Raumes an einer weißen Wand. Es ist ein ziemlich großes Bild, die Menschen darauf sind fast schon lebensgroß. Darauf zu sehen sind zwei junge Männer in Uniformen aus der NS-Zeit. Einer knüpft das Hemd des anderen Mannes zu oder auf. Man hat das Gefühl, dass es doch irgendwie eine homoerotische Szene ist. Man ist sich vielleicht nicht ganz sicher. Und mir ging es eben auch immer darum, Unsicherheiten zu streuen. Ich meine, man weiß ja, dass in ganz schlimmer Art und Weise die Nationalsozialisten auch gegen Schwule vorgegangen sind. Und daraus entstand die Idee, wie wäre das da wieder Verwirrung zu stiften mit einem Bild, wo so etwas drinsteckt, wo aber eben in dieser Zeit spielt, der Zeit der Nationalsozialisten. Die Arbeit von Jan enthält viele verschiedene Fragestellungen. Sie soll politisch anregen, man soll hinterfragen, was Kunst eigentlich ihren Wert gibt. Und Jan will mit seinem Konzept auch zeigen, wie Zeit und Lebensumstände eigentlich einen Künstler beeinflussen und wie man ein Künstlerleben von damals überhaupt mit dem von heute vergleichen kann. Und irgendwie sind es halt doch auch nur Bilder, denke ich, die einfach ziemlich gut gemalt sind. Für Jan ist das Projekt auch längst noch nicht abgeschlossen. Er möchte weiterhin die Retrospektive ausstellen und immer mehr Menschen von seinem erfundenen Urgroßvater erzählen. Aber eins steht für ihn auf jeden Fall fest. Er ist Künstler und kein Kunstfälscher und er wird auch keiner werden. Auch wenn ihm das schon ein paar Leute im Spaß geraten haben. Für mich ist es spannend gewesen und ich glaube, ich beherrsche das jetzt auch relativ gut. Für mich ist das keine Perspektive, Kunstfälscher zu werden. Ich sehe mich doch einfach als Künstler und habe meinen Spaß daran und auch mein Anliegen. Es war anstrengend, aber hat doch auch Spaß gemacht, ja. Das war Jan Hendrik Pelz, der seine Kunst, naja, sozusagen im Namen seines Urgroßvaters ausstellt. Wie die Kommissarin Elisabeth Zumbruch uns am Anfang erklärt hat,
erzählen Fälscher gern, sie hätten wertvolle Gemälde auf dem Dachboden gefunden. Der Dachboden, ziemlich klischeehaft. Aber Jan wurde das abgekauft, auch weil er sich noch viel mehr dazu ausgedacht hat. Eine richtige Story eben, mit der Biografie des Urgroßvaters, den Fotos, dem Grabstein. Was denkt ihr über Jan Hendrik Pelz und über gefälschte Kunst an sich? Habt ihr Kritik und Anmerkungen an uns? Dann schreibt uns gern, wir freuen uns darüber. Ihr könnt euch melden unter ggf-war-podcast@audible.de. Von Jan Hendrik Pelz hat uns Antonia Franz erzählt. Zum Team von Gegebenenfalls Wahr gehören außerdem Auroli von Blasekovic und Konstanze Kainz. Produktion Hammer und Amboss. Ich bin Regina Steffens. Wir hören uns gegebenenfalls, bestenfalls nächste Woche.